Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2. Oh, ich weiß nicht, ob ich mich an ein anderes Level von Manu rantrauen soll. Welches ist denn einfach? Ja, fair and easy, 0,27%. Hat das mehr? 0,61. Das sieht nicht so schwer aus. Last Man Standing ist mega assig. Hä, hat er nicht noch mehr Level? Hat er seine ganzen Level wieder gelöscht? Ne, hier hat er noch mehr. On or off wird wahrscheinlich... Guck mal, sogar eine 1%ige Abschlussrate. Yo, ist ja richtig nett. Trollheaven. Your next nightmare. Oha, 0,16%. Ich glaube, ich probiere mal das Einfache hier, dieses On-Or-Off-Ding. Kann ja nicht so schwer sein bei einer 1,31% Abschlussrate. Besiege alle Bowser Juniors und erreiche das Ziel. Ach, das ist das Level. Hä, er hilft einem hier jetzt so... Also, er will, dass man ganz spät abspringt. Deswegen hat er einem geholfen. Meiner Meinung nach, ganz am Anfang war irgendwann mal ein Block. Aber, lol. Keine Ahnung mehr. Versuche aber nicht, den Logikfehler zu nutzen. Ich glaube, den hat er geupdatet. Ganz am Anfang war hier nämlich noch irgendwo ein Block. So ein Kaiseblock. Dass, wenn man zu früh abgesprungen ist, dass man dagegen geknallt ist. Aber ich glaube, den hat er jetzt rausgenommen, weil er halt will, dass man hier ganz am Ende abspringt. Und dann alles cool ist. Ich glaube, er hat es vereinfacht. Wenn mich nicht alles täuscht. So, mit dem Großen muss man nach rechts. Lol. Das hat er auch verändert. Ich glaube, das war am Anfang nicht so. Und in seinem Video hat er ja damals gesagt, dass man hier unten rein muss. Und dann muss man... Hä? Da, voll assig, dass er den noch langsam macht. So, ich glaube, wir müssen einfach nur ganz schnell da rein in die Tür. Quasi sofort und dann nach links. Okay. Jo, die Zeit ist ja auch knapp bemessen. Ich glaube, das On-Off-Ding brauchen wir nicht. So, dann gehen wir da rein. Als ob das nicht geht! Geh jetzt in die Tür rein! Hallo! Es geht nicht! Okay. So, was ist jetzt der Plan? Jetzt weiß ich halt gar nichts mehr. Ich hätte da oben bestimmt irgendwas machen müssen. Oh, ne! Ich glaube, das ist falsch. Oh, ich habe keinen Plan, wie das Level geht, Leute. Ich kenne nur den Anfang. Ich glaube auch, ich musste oben noch irgendwas machen. Ich glaube nicht, dass das Ziel ist, da einmal durchzufallen. Weil an sich, dieser Thwomp hier bringt dann ja eigentlich ganz nach rechts. So, da oben sind wir rausgefallen, genau. Deswegen bringt das doch eigentlich gar nichts, dass wir da reingehen. Oh, man muss bestimmt den On-Off-Block da... Ja, man muss den On-Off-Block aktivieren. Da, in diesen Kasten drin. Und dann in die rechte Tür reingehen. Das ist ja super assig. Komm schon, sei schneller! So, sofort da rein. Dann Spinjump. Wie soll das denn bitte... Okay, warte, wie soll das gehen? Die Instability-Frames langen halt überhaupt gar nicht dafür. Oder ich springe hier einfach zu kacke ab. Kann natürlich auch sein. Nein, okay, das langt überhaupt gar nicht. So. Ich glaube, ich bin schon wieder zu langsam hier. Hä, ich raff's halt nicht. Ist da noch irgendwas versteckt, dass ich da an den Block rankomme? Ich gucke mich mal nochmal ganz kurz um. Gibt es hier unten vielleicht noch irgendwas? Da ist noch ein Swamp. Der bringt dann aber auch nur nach rechts. Warte mal. Gibt es hier wirklich keinen Block mehr am Anfang? Dass man da wieder ein bisschen tricksen kann? Ist hier kein Block? Scheinbar nicht. Okay, also man kann da wirklich nicht mehr tricksen. Hä? Auch nix. Oh, kann man den vielleicht von hier oben aktivieren? Wenn man dann nach links jumpt, dass der Swamp dann nochmal irgendwas macht? Ich muss irgendwie hier schneller reinkommen. In die Tür. Ja gut, also. Kannst du den On-Off-Button in der Tür nicht von oben... Spin-Jumpen? Nee, das geht nicht. Man könnte das in einem anderen Stil mit einer... Wie nennen die sich? So einer Stampfattacke. Damit kann man die auslösen, aber mit so einer Spin-Jump-Attacke leider nicht. Mann, ich komme da nicht mehr rein in den Scheiß. So. Ich sterb doch sofort. Ich muss vor allem nach rechts laufen. Versuche auf der Grasinsel abzuspringen. Also ihr meint, ich soll hinter die Stacheln und mich dann da fallen lassen, oder wie? Quasi, wo man hier runterfällt. Hier. Und von hier aus darüber... Oh ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine bessere Idee. Ja! Oh, ihr seid ja richtig schlau, Leute! Was geht... Ab bei euch! Okay, aber so funktioniert's.
jetzt muss ich nur noch nicht so scheiße sein und dann funktioniert es bestimmt auch. Aber ich muss sagen, diese Manu-Level sind richtig cool designed. Die machen irgendwie mega Spaß zu spielen. Sie sind schwer, aber nicht. Sie sind nicht assig schwer. Sondern einfach nur schwer. Das ist dieses Dark Souls-Feeling irgendwie. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Einmal hüpfen, einmal. Ja! Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir quasi nur noch mit dem Thwomp rüber, aber der hat keinen Fallschirm hinten. Oh, okay, jetzt haben wir natürlich richtig viel Zeit. Und ich verkack's einfach. Alles gleich. Rein, 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 okay. Okay, und jetzt mit Schwung mit dem zweiten mitgehen. Hey, man muss da abbremsen, um auf den raufzukommen. So, komme ich denn auf den zweiten rauf? Nee, ich glaube, ich muss beide nutzen. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Nicht so schnell, bitte. Ich muss doch auch schon mitkommen. Okay. Jetzt müssen wir den... Shit. Ich glaube, wir brauchen den Button noch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Button brauchen. Oh, tschüss. Braucht man den Bowser, um da hochzukommen? Komm mal her, Bowser. Junior, komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, noch ein bisschen. Ja, danke. Ja, okay. Kannst du dann mal hier rüberkommen? Hüpf hierher. Ich hab nicht mehr so viel Zeit. Bowser Junior, hallo. Alter, ich erzähle das gleich deinem Vater, was du hier machst. Okay, man kommt auch locker. Dann geh kaputt. Okay. Wehe, meine Zeit langt jetzt nicht mehr. Yo, ich hätte es eigentlich, ich hätte es gehabt, aber nope. Du musst ihn besiegen? Ach, der hat noch einen Schlüssel oder was? Gott, ey. So, und hüpf und hüpf und hüpf und hüpf. Oh Mann, man bremst immer ab und dann ist man zu langsam. Man denkt, der nimmt so ein bisschen Speed auf. Der muss erst auf seine 100% kommen. Oben links wird es angezeigt. Ach, ich muss ihn besiegen für das Ziel. Stimmt. Ich achte da immer erst am Ende drauf. Dann stehe ich im Ziel und merke so, oh, das Ziel ist gar nicht da. Hätte ich etwa noch irgendwas im Level machen müssen, hä? Oh Mann. Diese Butterschuhe jedes Mal. So langsam macht mich diese Musik auch kirre. Diesmal voll Karacho, nicht. Mann, ey. So. Erster normal. Dann die ganze. Ich habe wieder angehalten. Langt das? Langt das? Es langt. Es langt. Okay, sehr schön. Wir haben den Block nicht mitgenommen. Den hätte ich schon gerne. Danke. So, und dann einmal klein Bowser Junior hier benichten. Ist doch easy. Zack. Zack. Wie viele Leben hatten der? 5? 3 nur, okay. So, das haben wir geschafft. Ich schaff's locker, noch in die Stacheln da rein zu. Geil. Okay, okay. Jetzt nur noch den einen Jump da schaffen, dann haben wir's. Ja. Oh, das war's, oder? War's das? Ja! Wuhu! Nice. Da. Loop. Schönes Level. Level-Design kann der Manu. Für 50 Sekunden. Passt doch. Nice. Schön. Geil, ich habe zwei GLP-Levels hier geschafft. Mega gut.